Thank you.
Ja. Ja, huste doch, du huste doch. Ja. Joker-Runde zu deinem Vorteil. Du musst sie nur...
Hier können deine Nachbarn auch nicht schlafen wegen diesem komischen Geräusch. Was für Dingen? Wegen dem komischen Geräusch. Was für ein komisches Geräusch? Aber Moment. Oh yeah, baby. Geil. Einfach nur geil. Das ist so fett, ne? Ja, ist echt fett. Da gibt's mal nichts. Das ist schon echt brutal. So ein fettes Geräusch, ne? Da willst du gar nicht aussteigen. Aber eins sage ich dir. In real life möchte ich den auch nicht fahren, weil... Stell dir vor, du musst morgens um 4 Uhr vom Hof. Ja, ja. Da willst du mindestens mal 2 Wochen gar nicht mehr wiederkommen, weil deine Nachbarn sich daran erinnern, dass du gefahren bist. Ja. Du kannst auch auf YouTube da echte belgische Videos sehen, ja, mit echten Trucks, ja. Total geil, Alter. Ja, ja. Schon echt fett, wenn die Klappe aufmachen. Fette Geräusche. Ja. Shit! Oh. Danke, jetzt krieg ich einen. Ach Mensch, ist er denn da? Ah, ja. Ah, einen reingewürgt. Jo. 4,44. Ah, ja. Okay. Lautstark. Payback. What's up, my man? No, I'm in Dirt Rally in a moment. Dirt Rally, you're the king of Dirt Rally, eh? Yes, I have maybe 17 world records. What? Yes. Payback, I'm my not a noob. Man, yes. My man. Yeah, Payback. Real pro drive. Sure. Yeah, you're gonna buy Forza Horizon 5? It's coming out, man! We have to check out first the beta now. Yeah, we'll check out the beta, eh? We check out the beta and then we can tell what we like. Yeah. We will see, Pavic.
We'll see, my man. Yeah. I've uninstalled Call of Duty. I'm fed up for that trash. That thing's got to update again, man. 60 gigs. Yeah, very big, yes. Dave told it. No, they're mad, my bro. Yeah, Dave every told him. Update every week. They mad, my bro. Yeah, it is mad, man. For you, it is mad. Maybe you have a Tesla cable, you know. Yeah. I should have never buy that trash, my bro. I know. I understand you. I understand your problem then. Yeah. That's trash, yeah. It is, yeah. Yeah. I took the last 5 days, I pray Euro Truck, right? And at the moment, so I do at the moment the dailies. Dirt Rally 2.0, yeah. Dirt Rally. The dailies to check out a little bit, man. Yeah. My God, that is heavy, man. When you come from Euro Truck to Dirt Rally, man. I tell you what, man. Yep, full in action, right? There's big action in Dirt Rally here, no big action. Yeah. Yeah, it's fucking crazy game, man. I love it. Okay, what we have? What is that one? Volkswagen Polo S1600 or the Clio Air S1600? What I got first? Okay, get me first the Polo one. Lass mal die Ausbaustufen rein. Ich muss noch ein paar Autos kaufen. Ich habe noch nicht alle. Fast alle habe ich sie. Fast alle. So, dann nehmen wir den mal. Starten. Machen wir ohne Setup. Kanada. Oh, we have rain. Fucking hell. Tom, die Schnitzel liegen im Kühlschrank. Super. Schnitzel liegen im Kühlschrank. Na, danke. Shit, hätte ich das gewusst, mein Schätzchen. Ja. Nutze die Joker-Runde zu deinem Vorteil. Du musst die noch... Treffe der Scheiß an Bremse, Alter. Nee, mitten im Bild, etwas links. Chef, du, pass mal auf. Ich bin der, der auf jedes Gramm achtet. Und auch zu viele Kalorien herantun. Okay, my friend, see you, eh? See you later, alligator. Okay, my friend, enjoy. Bye-bye. Yep.
weiß, wer weiß. Telemetrie. Was ist denn die scheiß Telemetrie jetzt hier? Verkack. Entlockt. Close, close, Telemetrie. So. Aber da ist sie doch drin. Wieso geht die denn hier nicht zu bewegen? Telemetrie. Wieso kann ich die nicht anfangen? Das ist das. Das ist ein Scheiß. Na gut, da ist er drin. Ach, der nimmt dich ja sowieso auf. Okay. Na gut, dann weiter. Oh.
Dauerhaft ab. So. Ja. Mettet. Nutze die Joker-Runde zu deinem Vorteil. Du musst sie nur einmal... Pass auf die erste Kurve auf. Schwein, du dreckige Sau. Come on, baby. Du Mistwürmer. Thank you.
weg. Komm her, Pisser, geh auf den Weg. Baby, yeah, baby. 30 sind weg. Geht doch, Junge, geht doch. 30 verloren. Oh yeah, baby. Oh yeah.
Come on, baby, give me fire. La 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 la. Maria. Ich noch mit Marianne Rosenberg. Er gehört zu mir und ich gehe. Mhm. Ja. Ach ja. Erträglich. Gut, dann machen wir die Schnitzel das nächste Mal, wenn du hier bist, oder ja. Oder ich nehme sie das nächste Mal mit zu dir. Gib die Dinger jetzt erstmal ein, weil für mich alleine lohnt sich das dann nicht, das zu machen. Fünf Schnitzel, mein Schatz, fünf Stück, oh mein Gott. Na, wollte er jetzt hier oder wollte er nicht? Was? Fünf Schnitzelchen, mein Schätzchen. Oh, lecker, lecker, lecker. Die hat fünf Schnitzel geholt. Ja. Hier, das, ich weiß ja, dass du Hunger hast, aber das Spiel heißt nicht Hunger Games, ne? Ja, ja. Ja, ich bin am späten Nachmittag nach Hause gefahren. Thank you.
Die freuen sich auch schon auf die Schnitzel. Go, baby, go, baby, go, baby, go. Kommst du innen durch, du kannst mich. Fahr, wo wir das hin? Hi. Wer kommt hier rein? Hier, komm, du musst gucken. Muss er, wohin muss der Bug liegen? Musst du gucken, musst du gucken. Bedien dich. Regen, Alter, siehst du nix. Echt übel. Jo, hau rein. Kannst mich. Mal. Oh. Ja, ich weiß.
yo baby, yo baby. Get it, motherfucker. Danke. So. Ah ja, danke. Ja, ah ja, dann. Was war das denn jetzt hier? Der ist auch wöchentlich? Oh. Okay. Ja, dann hast du Pech gehabt. Focus RS Rally 2007. Start 50, 6 links über Kuppe, in 6 rechts über Kuppe, extra lang 30. Viel Glück. Viel Glück, mein Junge. Viel Glück, viel Glück. 5, 4, 3, 2, 1, los. 50, 6 links über Kuppe. In 6 rechts über Kuppe, extra lang, 30, 4 rechts, in 6 links über Kuppe, extra lang. Okay, jetzt auf jeden Fall auf die Toilette und die 500 Gramm müssen aus der Hose raus. Es wird größer. Alter, das war ein fünffacher Überschlag. In Cut, 3 rechts lang, macht auf, 6. Kuppe, 30, meine Aufliegerbremse 30, ging nicht. Gabel, 4 rechts durch sehr enges Tor und Kuppe in 6 rechts lang Wasser. Ein 30. Aufliegerbremse? Ja. 4 links über Kuppe in Cut, 4 rechts lang. Du hast nicht einfach versucht, deine Aufliegerbremse an den Pkw zu bremsen. Ich habe versucht, meine Aufliegerbremse in Dirt Rally zu drücken. Ja, dabei bist du dann auf den Nitro-Knopf gekommen und völlig nach vorne abgehoben. Ne? Ja. Ah, ja. Aber Dirt Rally, echt, das geht ab, Alter, das geht sowas schon ab, ne? Das ist echt der Hammer, das Spiel. Das ist auch eine Simulation, aber... Aber da ist Full Action. Da ist echt Full Action, ich schwöre dir. Denk mal, meine Scheibenwischer, die werden morgen kommen. Morgen übermorgen. 30. Cut. Oh! 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 In 5 rechts über Kuppe, mach zu. 30. Ja, ich muss mal gucken. Ich habe gerade den Gabriele noch dran, hier aus England, wegen dem Drucker, weißt du? Und der hat auch den Anubis, den Mega 3. Ich habe aber noch einen anderen Drucker gefunden. Der hat auch sehr gut, ne?
Und der kann wesentlich größer drucken, doppelt so schnell drucken, druckt auch sämtliche Materialien. Bin am überlegen, ob ich mir den, der ist ein bisschen teurer, weißt du, der andere. Aber da kommt nicht drauf an, verstehst du? Ob der jetzt 300 Euro oder 500 Euro oder 800 Euro kostet, das ist mir gerade scheißegal, weißt du, was ich meine? Ich kaufe mir einmal einen Drucker, ich kaufe mir einmal einen und dann ist auch gut. Ja, zumal der andere ja gesagt hat, er zieht die Hälfte dabei. Ja. Da gibt es natürlich noch andere Drucker, die noch weitaus teurer. Da gibt es noch Drucker, die noch weitaus teurer sind, aber die Frage ist, ob ich das haben muss, weißt du, was ich meine? Ja. Wenn ich große Größen drucken kann mit dem hier und kann auch zügig drucken und sämtliche Materialien verwalten und er akzeptiert sämtliche Druckformate, weißt du, dann kann ich auch vom Gabriele da Files benutzen, weißt du, zum Drucken, ja, die er schon fertig hat. Ja. Brauchst nur USB-Stick rein, fertig, ne? Du kannst selber ja Sachen bauen und kannst auch von seiner Gabriele mir sagen, ob er irgendwas, was ich ein Druckformat gibt, weißt du, was schon fertig programmiert ist. Das heißt reintun, ja, drucken. Ja? Ja, mal gucken, weil hier für die Blinkerschalter wollte ich mal gucken, da wollte ich ganz, ganz gerne, muss ich mal gucken, ob ich da direkt eine Halterung drucken kann, weißt du, was ich meine? Ja? Ja, so ein Halterungsring. Ja, ja, direkt so ein Halterungsring, genau. Der ist in der Mitte geteilt, den kannst du von oben aufsetzen. Genau, so weit in der Richtung. Was wäre natürlich dann jetzt meine Idee, wenn ich die... Direkt auf dieses Lenkrad-Ding aufstecken kann, bevor wir da feststellen. Ja, jetzt ist halt die Frage, also ich mache meins, für mich meins hier mache ich statisch, wie den echt aus, weil jetzt hat der Blinkerhebel sich nicht mitdreht. Wenn du den mit zum Mitdrehen haben willst, kann man ja einen Ring über die Mutter machen. Ja gut, welche Richtung hat dieser Schalter? Auf, runter, vor, zurück und kann man den dann noch drehen, indem man da... Hey, pass auf. Die Schalter, da kannst du einmal links und rechts jeweils auf den Pin drauf klicken sehr wahrscheinlich, ne? So klick. Ja. Dann hat der die Funktion Blinker links, rechts, ne? Ist der linke Schalthebel, ist ja Blinker rauf und Blinker runter, links, rechts blinken. Ja. dann hat der Lichthupe. Also auf- und ablicht, Licht, ja. Aufblend, ablicht und Licht an und aus, ja. Und der andere, der rechte, der hat Scheibenwischer, Position 1, 2 und noch irgendein paar andere Sachen, weißt du? Wischwasch, ja. Ja. So, und jetzt halt die Frage jetzt. Das ist immer die Frage, wie du den jetzt anbauen willst. Möchtest du den mit anbauen, dass er sich mit dem Lenkrad mitdreht oder ob der statisch fest ist, ja? Das kann man sich aussuchen. Der soll statisch fest sein. Genau, also muss der LKW auch. Genau, also muss der hinter deine Mutter. Also, ne? Dann muss ich damit so machen, dann mache ich das Mittelding, was wir brauchen, größer wie deine Mutter, dass du da drüber stecken kannst. Und dann wird der einfach mit zwei Schrauben an dein Gehäuse fixiert. Weißt du, was ich meine? Das war's. Ja, Thema erledigt. Drüber stecken, zwei Schräubchen rein, Ruhe. Ja? Dann hast du ihn statisch. Ich mach meine auch auf jeden Fall statisch. Macht auf durch Tor gegen 30. Das andere wäre sinnfrei, weil wenn der Mittel. Nee, das ist blöd. Das ist blöd, wenn die Plattis mit der Ränder. Muss ich den suchen? Ja, du hast ihn ja jeweils immer in einer Position. Ne? Das ist blöd. Besser ist statisch. Ne? In 5 rechts über Kuppe, extra lang. Macht auf über Kuppe. 50. Nee, das geht schon gut. Weil, ich habe ja das T500 hier, dann mache ich das Loch etwas größer, wie die Mutter ist, dann kann man das drüber stecken und machst einfach zwei Schrauben rein, fertig, Thema erledigt, ist das Ding fest. Hat einen eigenen USB-Anschluss, ne? Fertig. Richtig. Ich hatte den Gabriele, hat mir heute geantwortet, war sehr entzückt über die Dinger. Da habe ich ihm geschrieben, ich sag, warum nehmen wir nicht originale Dinger, ne? Das sieht erstmal geil aus. Bei einem 350er Lenkrad passt das auf jeden Fall, ja. Und dann braucht man ja keine Button und sowas kaufen. Das ist ja alles fertig integriert. Ne? Man braucht nur einen Arduino-Controller kaufen. Die Strippen eben daraus ziehen, ne? Also die Kontakte eben ausmessen. Kabel, fertig. Das war's. Ganz einfache Nummer. Guckt man sich noch ein passendes Gehäuse mit dabei zum Befestigen und gut ist, ne? Ja, das mache ich hier bei den Pedalen auch, wird der Thomas seine Dingens kriegen.
Die Platinen, die sind ja so, die kann man zwar auch so aufkleben, Doppelklebeband, aber ich mache da besser ein kleines Kunststoffgehäuse, wo die Platine reinkommt, weißt du, und die klebt man dann auf, ja. Thema erledigt. Das ist ja sauberer, weißt du, was ich meine, ne? Ja, aber meine Pedale unten, da blinkt nämlich ein rotes, ein grünes Lämpchen. Du hast zwei Durchgänge, bei denen du das ausprobieren kannst, wie das am besten ist. Bei mir ja, ist ja. Das perfekt. Ja. Ja, ich habe jetzt hier, wenn ich jetzt hier mein USB im BIOS nicht ausgeschaltet habe, nachdem ich runterfahre, bleiben nämlich hier auch unten die Lämpchen an, weißt du, grün und rot an meine Pedale. Da sind zwei Lämpchen dran, zwei LEDs. Ja, ja. Ja. Und die können ja ruhig im Kästchen geschlossen sein, dann sieht man das nicht. Nee, da machen wir. Jetzt warte ich mal gerade auf die Antwort von ihm da noch. Der soll sich ja, soll da noch mal sich mal ein bisschen schlau machen. Bei seinen Experten, die er da hat, was er von diesem Drucker hält. Weil der ist nämlich im April gebaut worden. Das ist ein neueres Modell, weißt du, dieser Drucker. Ja, im April gebaut heißt, der ist noch flammneu. Ja, ja, aber der hat wirklich sehr gute Privatbewertungen, ja. Es ist ein unschlagbares Ding. Aber der druckt auch erstmal, du kannst damit doppelt so schnell drucken. Ob das unbedingt gut ist, ist eine andere Frage, ja? Falls ihr, was ich meine. Aber die, was da entscheidend ist bei diesem, der hat alles andere, was der andere auch hat, hat aber noch automatisch die Filamenterkennung, wenn da irgendwo ein Fehler ist oder so, ja? Du kannst mehrfarbig drucken und was hat der noch? Dann hat der noch, wenn Stromausfall ist, druckt er weiter, ja? An der Stelle. Das hat der andere auch nicht. Das hat er auch sehr gut. Und er druckt wesentlich größer. Er kann wesentlich größer drucken. Die anderen liegen so bei 210 mm und der kann bis 300 mm drucken. Weißt du, das sind fast 10 cm mehr. Ja, das ist natürlich immer eine Nummer. Kannst auch größere Sachen drucken. Und nimmt auch sämtliche Materialien. Ne? Ja, das ist wichtig. So, und dann kaufst du einmal. Der eine, der kostet 298 Euro und der kostet 300, was weiß ich was. Unwesentlich mehr. Sowohl die Testergebnisse von der Firma, die getestet hat, sind gut. Und dann haben wir auch natürlich noch die privaten Tests an. Also sprich Kommentierungen dazu. Und die sind eigentlich sehr, sehr gut. Gott. Das ist doch Praktikant. Riecht mir dann in den Finger. Hey, dann kannst du nämlich dann, wenn du irgendwas basteln willst oder was, dann kannst du gerade mal schnell selber drucken, was du brauchst. Weißt du, was ich meine? Du brauchst nicht dann rumpopeln. Ja. Ist halt, kaufst du einmal und ist gut. Also sollte es sein. Kaufst du einmal und ist gut. Richtig. Was ein Drisswetter, Alter. Leck mich am Arsch. Start. 50, 6 links, über Kuppe. 80. Viel Glück. Links.
Come on, baby. André, ich habe einen Drucker gefunden, ne? Don't cut, 5 rechts, in 4 links lang, macht auf. Langsam, 4 rechts, über Kuppe Welle, in Kehre links verdeckt, in Kehre rechts, macht auf. 50, 4 rechts, sehr lang, macht zu, don't cut. In 4 links, extra lang, mach zu, 3. In 4 rechts, über Kuppe lang, mach zu. In 5 links, in 4 rechts, mach zu. 60, über Kuppe, 6 links. 50, Abzweig, Kehre rechts, Achtung, Don't Cut. In Abzweig, Kehre links, weit. 120, über Kuppe, Abzweig, 2 rechts, mach auf, über Kuppe. 200, rechts halten, in Gabel, 4 links, macht auf voll, über Kuppe, in Achtung, rechts halten, über Kuppe, in Don't Cut, 4 links lang, macht zu 3, macht zu, in rechts halten, für 50, 6 links, 100, 4 rechts, macht zu, über Kuppe, 120, 3 rechts abzweigen, macht zu, Don't cut. 4 links, sehr lang, macht auf, über Kuppe, 100. Gabel, 4 rechts, don't cut, in 1 links, abzweigen. 200. 30, abzweigen, verdeckt, links. Macht auf, über Kuppe, bergauf.
Abzweig 1 rechts, so cut. 120. Kuppe in 6 rechts, sehr lang, über Wellen. 100. Kuppe voll. 120. Abzweig, kehre rechts, spät, umwallen. In 6 links, in 6 rechts lang, macht auf über Kuppe. In 4 links lang. Über Kuppe, 100, 5 rechts, 100, 5 links, macht auf über Kuppe, 80, 6 rechts, extra lang, über Kuppe, langsam 30, 1 links, Abzweig, Dope Cut, 30, Abzweig bedeckt, 2 links, macht auf, 200, Money, 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 la 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 la, aha, la 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 la. Polski, Polski, Polski. Oh, nix. Ach komm, wir fahren mal ohne. Start, Kuppe voll, 50, 6 rechts, in 6 links, über Kuppe, extra lang, 60. Viel Glück. Rechts halten.
zu 4. In 3 rechts lang, macht auf, über Kuppe. 80. Wie ist das mit dem hohen C? Das ist gut, ne? Der hohe C sagt, ja? Wie fängt es immer mit? Macht auf über Kuppe, in 6 links, extra lang, macht zu 5. 30, 4 rechts über Kuppe eng, 70. 5 links, macht zu eng und 6 links. In 5 rechts lang, 8 zu 3, dunkler Asphalt. Achtung, 30 Schikane, 1 rechts Eingang, 2 links. 50. Ich hatte diese Dinger. 5 rechts. 30, Gabel, 4 links, macht zu Schotter in 5 rechts. In 6 links, 120. Oh, 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 oh. 6 rechts, über Kuppe lang, 50. Kuppe und 5 links und 6 rechts. In 6 links lang, mach zu, mittig halten für 150. 6 rechts, extra lang, macht auf, rechts halten, über großen Sprung. 88, rechts halten, über Sprung, in 4 links, über Kuppe, macht zu. In 6 rechts, macht auf, 30, Kuppe, in 4 rechts, macht auf, voll links, über Kuppe, 50. 50 halten, über Kuppe Sprung, 50, 5 links lang, macht zu 3, in 5 rechts über Kuppe, 30, 6 links über Sprung, 50, mittig halten über Sprung, in 4 links, macht zu, durchsenken, in 4 rechts lang, über Kuppe Welle, auf 6 über Kuppe, bis Kuppe und 5 links lang. 30, 6 rechts, rechts halten für 70. 5 links, 70. Kuppe voll in 6 links, 6 rechts übersprungen. 50, 6 links übersprungen. Rechts halten für 50, 6 links über Kuppe, in 5 rechts über Kuppe. Bis Kuppe und 6 links, macht auf, mittig halten, über Kuppe Sprung. Stimmt, Thomas, der sich weit schleicht. Ja, schleichen. No. Oh nein, der Thomas, schnell weg! Ja, komm, ich lass uns abbauen. No. Voll und Sprung, 50. Lass uns den Thomas mitnehmen, der ist auch da. Und dann? Wohin? Ja, nur, wir wollen doch von diesem, wie heißt der noch? Thomas da abbauen. Kommst du mit? Ja. Gut. 160, Don't Cut, 2 rechts zu fallen, 50. Von Eurotruck auf Dirt Rally Thomas, der Tod auf Rädern. Echt? Ja. Don't Cut, Abzweig 1 links, Kopf. Und danach spielst du Borderlands, ne? Ja, klar. Rechts,
Ah, Alter. Ah, du bist auch schnell wieder drin, also. Herzfatz. Ah, das ist Action pur, Mann. Ich schwöre dir. Ach, ich habe jetzt im Übrigen hier ein Update für diese, weißt du, wo du die, wo du Rallye mit den Rallye-Cross-Autos fahren kannst, aber zusammen, ja? Da haben wir jetzt ein Update für mit dem Zurücksetzen, das funktioniert jetzt. Ja? Ja. Na, laut Beschreibung soll es funktionieren. Langsam 30, 6 links, 30 abzweig, 1 links, 30, 6 links, extra lang, 120. So, Thomas, ich kann gleich einen 3D-Drucker bestellen. Genau. 5 rechts lang, 80. Da können wir nämlich die Bauteile selber drucken, weißt du, die für die Pedale. Da wollte ich noch kleine Kästchen drucken, weißt du, wo ich die Platine rein tue, weißt du? Mhm. Ne? Ja. Ja, wir wollen das ja extra gut machen, Thomas. 5 links lang. Wolltest du das dann high-end-mäßig haben? Naja, dass das schon perfekt ist. Thomas, du bist der Erste, der das im High-End bekommt. Richtig. Dann verbessert er sich noch und professionalisiert das. Und wenn das fertig ist, dann macht er mir das auch. Man kann alles immer verbessern, immer. 4 links lang, mach zu. Okay, ich will jetzt nichts sagen, ne? Thomas, das liegt daran, dass meine Pedale so erstmal noch funktioniert. Ich will da auch kein Fast-Feedback dran haben. Aber wenn der irgendwann dann mal vorbeikommt mit den Schaltern, dann kann man auch meine Pedale machen. Mhm. Weißt du, Thomas, hat eigentlich, dass ich da echte Schalter gekauft habe? Echte Blinkerschalter? Weiß ich gar nicht, was Thomas da erzählt? Ja. Achso, ah, okay. Hast du erzählt? Ah, die kriegt man ja immer wieder zu kaufen, weißt du? Diese Dinger. Ja, aber Dirk, kaufen wir jetzt und nächsten Monat hast du deinen Motor da stehen. Ja, da kommt dann das ordentliche Gehäuse da unten rum, ne? Ja, weil jetzt kriegen wir die in der PKW-Ausführung, die ist so lätschig und aus kleinen, leicht belastet und die nächsten machst du dann selber. Das ist dann richtig stabil für Ecken. Nee, diese Blinker-Dinger, die sollen schon original bleiben, wie in dem echt jetzt, die sind ja stabil. Die kaufst du am besten so, wie die sind von der Stange, weißt du, vom echten Auto. Weil die sind erprobt und ausgereift und sonst was. Absolut, absolut. Wir brauchen dann halt nur eine Halterung für Basteln. Also die druckt man ja dann eine Halterung, ne? Und dann ist es fertig. Mehr brauchen wir nicht. Man braucht da Dinge, diese Blinker, dann nehme ich von jedem Klick nehme ich das Signalkabel ab. Das wird dann an Arduino angeschlossen, programmiert, fertig. Das war's. USB reinstecken geht. Das ist ein eigener Controller. 50 langsam, Kuppe in Abzweig 1 links Asphalt. Und jetzt hier für das T500, das mache ich dann so, dass das in der Mitte zusammen ist, aber dass das so über die Überwurfmutter geht, Thomas, ja? Ne? Und ein bisschen Luft hat. Und wird einfach nur. Soll ich eine Runde Gummibärchen fahren? Wird einfach nur am Gehäuse fertig gemacht, festgeschraubt, weißt du, mit zwei Schräubchen, ja? Das statische Pedal, wie in echt auch, dass die nicht mitdrehen. Nee, dass die ab Werk da vom echten Auto, da, das machst du besser mal nicht selber. Machst du nur die Halterung und Gehäuse, wie gleich, ne? Gehäuse und eine Halterung. Die druckst du dir gerade. Das ist der Plan. Na nun, da musst du überlegen, Thomas. Du hast dann Licht an und aus, also Standlicht, Abblendlicht, Licht, Fernlicht, Lichthupe, Hupe. Dann ist noch drauf, haben wir gesagt, Wischstufe, Blinker links, rechts. Dann hast du Wischstufe 1, 2, Wischwasch. Und dann sind rechts ist noch irgendwas. Weiß ich nicht. Wir nehmen auf jeden Fall alle Knöpfe ab, die drauf sind. Hast du normalerweise für den Scheibenwischer, den Motor, für Düschen. Waschanlage. Ja, ja. Das sehe ich ja dann, wenn sie kommen. Nebelbeleuchtung. Ich glaube, Nebelbeleuchtung ist separat. Die ist, glaube ich, nicht da dran. Die sind meistens nicht an den Dingern. Ist ja egal. Auf jeden Fall sind da ganz schön viele Knöpfe dran.
Ja, aber ich habe sowas aber noch nie in Game-Controllern gesehen, dass es so richtige Blinkerschalter zu kaufen gibt, weißt du, so wie jetzt in echt einem Lenkrad. Habe ich noch nirgendwo in einem Shop gesehen. Vielleicht ist das ja noch eine Marktlücke. Oh. Vielleicht ist das ja genau die Marktlücke. Ja. Ja, du findest ja, die meisten Leute kaufen sich ja Dashboards, weißt du? Aber so ein richtiger Blinkerschalter links, rechts am Lenkrad habe ich noch nirgendwo gesehen. Fakt. Und ich finde, das ist ja dann realistisch geil, ne? Oder sehe ich das falsch? Nee, siehst du schon richtig. Ne? Ja, siehst du schon den richtigen Augen. So, andere nehmen einen Button dafür und du hast einen richtigen echten Schalter da, einen echten Blinkerschalter. Und eine echte Lichthupe. Und alles nur popelig über Arduino gesteuert. Ist ganz simpel. Steck's rein, geht. Ist ein ganz eigener Controller mit, was weiß ich, wie viele Button sind da. Keine Ahnung. 10, 12 oder so. Da kann man schon mal mitreißen. Ja, ja. Mal schnell, ob der Gabriele mir was geantwortet habt. Gerade mit dem Drucker am Fighten, welchen Drucker ich kaufen lieber soll. Anubik oder den anderen? Aber ich glaube, ich nehme den anderen. Was schreibt er denn? Oh, nix. Ich kaufe mir dann irgendwann einen 3D-Frästich, ne? Frästich ist auch geil, Thomas. Hätte ich auch ganz gerne CNC. Dann kannst du alles aus dem Vollen fräsen. Das ist schon eine geile Nummer, Thomas. So, warte. Da hat einer, Thomas, auch irgendeinem Forum, der hat einen G27 gehabt, ja? Und da ist ihm das Gehäuse kaputt gebrochen da drin. Das ist ja aus Plastik, ne? Thomas. Und da er eine Firma hat mit dem CNC-Block, mit der CNC-Maschine, Thomas, hat er sich einen Block Alu genommen hier, war weiß ich, keine Ahnung, 35 cm mal 20 cm und hat das ganze Ding innen drin aus Voll-Alu gefräst, aus einem Stück, Thomas. Das ganze Gehäuse. Voll-Alu. Der hat das Ding aus der Fräse geknallt, eben einprogrammiert. Und hat er da so einen Vollen gefräst. Kann man alles machen, Thomas. Ja, mit dem Frästich. Ja, das ist schon eine coole Nummer, du. Was heute, wie gesagt, heute absolut in aller Munde ist, das sind 3D-Drucker. Da kannst du dir auch allen Scheiß mitdrucken, Thomas. In sämtlichen Materialien, ja. Wir reden ja nicht nur über ABS, ja. Du kannst dir Carbon drucken, ABS, PP, was weiß ich, was das, da gibt's und hier. Dann ja, Carbon noch nicht. Auch, Thomas, auch. Kannst du auch. Ja, das ist Carbon ähnlich, sehr wahrscheinlich, ja. Das ist mit Carbon. Auch dieses Holz, Thomas, das ist mit echter Holzpartikel, ja. Du kannst anfangen, du kannst dir Birke holen, also Wood, Birke, bis hin zu Teak, ja. Da kriegst du alles zu kaufen, Thomas. Ja? Das ist mit echtem Holzanteil. Ja, die Druck. Ja. Das Filament. Das ist Wahnsinn. Ja, ich habe jetzt hier den. Ich habe jetzt hier mal einmal den SVO, der kostet Solvo SV1 3D-Drucker, ja? Der ist auch Platz sehr gut. Der kostet 299,99 Euro auf Prim. Der druckt dann bis, jetzt haben wir mal, boah, was hat der hier für eine Größe? Das ist Wahnsinn, der kann also eine riesen Größe drucken. Wo war das denn jetzt hier? Also gerade gucken. Riesengroß, was haben wir denn hier? Die Grundsachen sind die gleichen. Er kann erstmal auch doppelte Geschwindigkeit drucken, wie der Anuba-Drucker. Und dann kann der auch die Größe, die der hat, die ist, ich habe gerade mal gucken, wo habe ich das Ding denn hier? Kann ich dir mal eben einen Link schicken, Thomas, Augenblick. Wo ist es denn hier? Da, Test. Jupp. Und der ist jetzt hier von 4/2021. Das ist nicht nur der Test von der Firma hier, sondern auch ein Test von privat. Ja, der hast also auch die privaten Meinungen dann dazu, ja. Mhm.
Unten ist der Link drin. Der Dicker für 2001. Da haben wir ganz auf Platz 1 Vergleichssieger ist der Anubik 3D-Drucker. Der ist der vielfältigste Drucker überhaupt. Ja, den haben die meisten. Ne? Mhm. War der mit am ersten. Der ist von 3.21. Und dann haben wir noch den Test sehr gut. Das ist der Solvo für S01. Der ist von 4.021. Ja, der kann dann Druckgeschwindigkeit, kann der andere 100 mm, der kann 200 mm. Dann auch ABS, PLA, TPU, Holz, PEG und etc. Also noch mehr, das sind nicht nur alle Sorten, der kann so ziemlich alles drucken. Dann hat er auch 400 bis 100 μ. Und dann hat er die normalen, die haben 22 x 22 x 25 cm und der hat 30 x 28 x 24 cm. Das ist mal eine Nummer. Ja, das reicht doch dann für das Gehäuse, für dann irgendwas zu machen. Um Gehäuse zu drucken. Ja, da kannst du extrem große. Hier der Melongi, der nimmt ja hier den 22, 22, 25 für die normalen Sachen, ja? Und der hat 30, 28, 24. Das ist schon das Aprilmodell jetzt. Ne? Ja. Das ist natürlich geil, ne, Thomas? Da kannst du. Ja, genau. Der Anubik 3D-Drucker, der ist sogar noch teurer. Der kostet 309 Euro und der kostet nur 200. Also liegen im Preis plus minus gleich, ja? Ja? Mhm. Billigste Angebot bei Amazon Warehouse für 2,52. Die kosten ja nichts mehr, die Dinger. Die kriegst du ja hinterhergeschmissen. Auch das wünsche ich. Ja. Der billigste Drucker, den kriegst du für 196, glaube ich. 3D Prima bieten sogar an für 149 Euro, Thomas, ja? Das ist so ein Preis-Leistungssieger, ja? Muss du mal überlegen, Thomas. Ein Preis-Leistungssieger für 149 Euro, Thomas. Ja? Das ist nichts, ne? Und der kann auch bis 180 mm pro Sekunde, ja? Auch recht viel. Ja, ABS, PLA, Holz, Carbon und Fiber etc. Ja. ABS, PLA, Holz, Carbon und Fiber. Ja, das ist Wahnsinn. $2,52 aus Warehouse kriegt man den kriegen. Kriegen wir den noch günstiger, ist er denn wahr? Mhm. Rabattgutschein, 30 Euro. Was? Dann kommt er bis Mittwoch 21. Direct Drive Encoder. Mit besserer Extrusion, schnellerer Rückzug und höherer Druckgeschwindigkeit. Kompatibel mit Filament, PLA, ABS-Tube. Sobi flexible und aggressive Druckmaterialien. Also der druckt wirklich alles, ne? Oh Mann, Alter. Ich glaube, wir nehmen den. Gültig bis Donnerstag, der 22. April. In den Einkaufswagen. Weiter zum Kaufabschluss. Oh Gott, was tue ich mir an? 269 Euro, Thomas, der Drucker. Ich fahre jetzt noch Rabatt drauf. 30 Euro. So, ich muss jetzt einmal noch mit dem Preis fahren. Thomas, wo ist denn deine Fahrschülerin? Ich hatte keine Lust. Ich hab's getan, ich habe auf Kaufen geklickt. Ich hab's getan. Ich hab's getan. Bin ruiniert. Wie will die denn jemals einen Führerschein kriegen, wenn die keine Lust hat? Die hat was, ich sag mal, wenn du erst einmal nicht viel damit machst, vom PC sitzt und damit spielst, dann sind normal. Die ersten paar Mal unwahrscheinlich anstrengend für einen. Wer, wo jetzt? Wenn du jetzt, ich sag mal, Simulation fährst, am PC.
Auf jeden Fall, Thomas. Die musst du erstmal in den Kopf kriegen. Okay. Wo ist der Mamelongi? Da ist er. Wenn du mich nicht durchlässt, PKW, trotz Blinken und sonst was, hast du Pech gehabt. Fahr ich dir über die Motorhaube. Richtig, Thomas. Alles lasse ich mir auch nicht gefallen. Auch wenn ich manchmal frech bin. Ich hole jetzt Bauchschmerzen ab. Mhm. Holst du ab? Bauchschmerzen. Bauchschmerzen? Ja. Hast du schon mal versucht, 20 Tonnen Gummibärchen zu essen? Ja, probiert habe ich das, aber ich habe schon nach 250 Gramm aufgegeben. Ah, ich kann mich da auch dran holen. Ich kann mich da auch dran halten, du, das sag ich dir, du. Nee. Die, dicke die 500 Gramm Dose steht, Thomas. Da ist die Hand nur am automatischen Hin- und Hergehen. Nee, das ist bei mir überhaupt nicht mehr der Fall. Erst esse ich die leckeren Sachen, Thomas. Erst esse ich die leckeren Sachen und dann das, was mir nicht so gut schmeckt, zum Schluss. Nee. Doch. Nee, das kann ich nicht mehr. Doch. Nee. Ich musste mal, was war da, alt war ich noch, 14, 15, meinem Vater helfen auf der Süßwarenmesse. Start 5 rechts lang, langsam 30. Thomas, das ist genau wie mit dem Sex. Im Alter wird das immer ein bisschen anders. Heute nehme ich Viagra und wenn ich nach Hause komme, stelle ich mir einen 120er Lüfter dahin, der das Ding kühlt. Sieht das aus, Thomas? 5 rechts langsam, 30, rechts 2 Abzweig verdeckt. In 5 links macht auf. Come on, baby! Rechts über Kuppe, bleibt über Kuppe lang. In 5 rechts lang, macht zu. Oh, geh rum, du Mistmörder! In 3 links. In 3 rechts. In 5 links. In 4 rechts über Kuppe, in 6 links lang, mach zu 5 über Kuppe, 50. Sechs rechts über Kuppe, 80, 3 links, mach zu 2, 50. Kuppe, in 5 links lang, mach zu 3 lang. In 6 rechts über Kuppe lang. Über Kuppe lang, macht zu 3, macht auf, 6 rechts über große Kuppe und Sprung maybe, in 4 links. Dann kannst du ja demnächst hier von Scania den machst du eine Schablone, machst dann die Originalknöpfe und alles dran, ne? Was für ein Ding? Ja, von Scania oder von Volvo musst du dann ein Original Lenkrad dran machen, ne? 80, ja. 5 rechts über Kuppe, in 4 links. Da kommen wir nicht mehr hin, Thomas, so groß sind wir nicht. So groß sind wir nicht, die haben wir über 400. Wieso brauchst du nur das Innenlicht mit den Tasten zu machen? Das andere kann man doch anders machen. Ja, die kann man natürlich auch drücken. Ja. Ja. Ne, Max, macht ihr schon mal die Bestellung? Nö. In 2
Ach, nö. Ich will zuerst die ersten Testobjekte sehen. Richtig. Ach, ich hatte mir auch Drucker angeguckt mit Laser noch zum Lasern, weißt du? Aber die lasern nur auf Papier, Holz, Leder und was weiß ich wo noch. In 5 links langsam 30. Oh ne. Kriegst du auch kombiniert, ne? 40. Mhm. Interessant. Was ich machen will, Thomas, das ist Gehäuse drucken für irgendwas, wenn du irgendwas eine Halterung brauchst oder Gehäuse drucken oder sonst irgendeinen Scheiß, ja? Dafür brauchst du sowas. 50. Oder jetzt hat der Melone mir zum Beispiel, der bei dem kaufe ich auch weiter die Lenkräder und sowas, weißt du, das mache ich nicht, ne? Das lasse ich dem mal schön weitermachen. Was ich aber mache, Thomas, das sind dann Ergänzungen für die Sachen, ja? Zum Beispiel seine Lotzahlbremse statt mit Feder mit Koni Robomod, ja? Ja? Da muss ich mir das, nur das Oberteil anders drucken. Aber diese Firma, wo du diese Konis kriegst, die kleinen Konis, die ich haben will, die kriegst du nicht mehr. Da bin ich jetzt am gucken, weil ich diese Sachen aus diesem speziellen Silikon, Thomas, die finde ich besser wie Federn, ja? Und da bin ich jetzt am überlegen, da wollte ich eigentlich in die Branche gehen, Thomas, mir selber die Dinger zu gießen, ja? Du machst ja also eine Gießform, bestellst dir die zwei, nehmen wir mal an, wir nehmen jetzt hier das weicheste, das wäre dann gelb, ja? Das hat quasi eine Schore von 50, ja? Da machst du dir dann, M8er Gewinde in der Form, M8er Gewinde in der Form, ja? Mit einer großen Unterlegscheibe drauf und dann gießt du dir den Koni selber da drauf, ja? Die kriegst du nicht mehr zu kaufen. Ich habe geguckt. Ich habe alles abgesucht. Weil ich will von diesen Federn weg, ja? Es gibt natürlich noch andere Federn, die sind interessanter wie diese normalen, denn Thomas, das sind Flachfedern. Kennst du die Federn nicht aus Rundmaterial? Ja, Flachfedern, ja. Genau, die Flachfedern. In eckiger Form. Genau, die kriegst du nämlich in, ich glaube, 7 verschiedenen Sorten, Thomas. Ja. Ich glaube, die wären haltbarer wie normale Federn. Die sind unwesentlich teurer, Thomas. Das ist, ne? Das ist unwesentlich, ja, was das weiß. Geld betrifft. Ne? Das, da habe ich auch eine Liste von, ja? In welcher Farbe die welche Härte haben, ja? Ja, und das Verrückte dabei ist, ne, ich wollte ja für meinen Freizeitanhänger eigentlich auch mit einer Feder arbeiten. Aha. Und ich habe dann durch Zufall, was war das, im südlichen Bayern arbeitete mit einer Firma zusammen in Österreich. Aha. Die machen Spezialfedern in der Form, wie du die Ralfleder flach. Ja, ja, und die stellen die teilweise auch für andere her. Und das Ganze direkt vom Hersteller haben in... Ach, schießlich tot. Das gibt ja in verschiedenen Kilozahlen, Thomas, ja. Wie gesagt, wenn du eine Federung für einen Anhänger machen möchtest, das funktioniert nicht, Thomas. Du musst ja immer noch einen Dämpfer dabei haben, ja. Also nur eine Feder, dann hängt das Ding natürlich gar nicht mehr auf zu wuppen, ne? Ja, eben. Da macht er nämlich... Brrr, also da bist du mit diesem Sinterblock, was du da hast, jetzt besser beraten, ja. Das soll ja nur Schläge aufnehmen, mehr nicht. Ja. Das soll nur Schläge aufnehmen und dafür reicht das, Thomas. Ja. Und da ist ein großer Sinterblock ideal für. Sintermetall, das ist wunderbar. Wenn du mit Feder arbeitest, dann musst du auch Dämpfer dabei haben, Thomas. Ja. Nur Feder geht nicht. Nee, dann musst du Feder und Dämpfer haben. Musst du dann kombinieren. Sonst hörst du gar nicht mehr auf zu fuppen, Thomas. Du fährst mit dem Fahrrad da irgendeine Kopfsteinpflasterstrecke und dein Anhänger macht da hinten einen Flummi, weißt du? Brrrr. Wie so eine. Ja. Ne? Ja. Ja. Aber das mit der durchgehenden Achse, das wird nicht gehen, weil ich muss die Räder sozusagen, wenn das ins Wasser geht, abnehmen oder wenigstens wegklappen können. Ja, du, da Thomas, muss ich mir noch Thomas, eine Idee. Thomas, das ist ja ganz einfach. Da kommt vorne ein Ringsplint rein. Weißt du, diese Splinte, die du dann Treckern hast, die steckst du rein und klappst diesen Ring um. Da machst du Ringsplinte drauf in der Unterlegscheibe. Thema erledigt. Kannst die Räder abnehmen. Das heißt, außen ein Loch bohren, Thomas, in die Achse. Große Unterlegscheibe dahinter, ne? Ringsplint rein. Ha? Federringsplint nennen die sich, Thomas. Ja, sag mal, die Felgen kann ich sowieso abnehmen, weil das ja Schnellspannverschluss ist. Ja, dann. Dann kannst du die Achse doch an allen durchgehend machen, oder nicht? Ja, oder machst du dir unten die Aufnahmeblöcke für die Sintermetalldinger. Da machst du dir was rein zum Reinklickern.
Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, das kann man ja auch machen, ist auch kein Problem. Eine Seite werden die reingesteckt und auf eine Seite kommt eine Schraube, weißt du? Zack, fertig. Mhm. Kannst du auch mal, das ist eigentlich ganz simpel konstruiert. Dann kannst du die ganze Achse abnehmen. Auch simpel zu machen, Thomas. Alles kein Problem. Ich habe mir einen Drucker gekauft. Oh nein, oh nein. Nicht. Naja, dann bin ich mal gespannt. Der kommt dann übermorgen. Pom, 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 pom. Dann hör mal von Dirk nichts mehr. Nee. Wochenlang. Wochenlang hört man nichts und dann kriegt man einen Bericht von wegen, er hat sich seine Pistole selbst gedruckt. Genau. Ja. Nur den Lauf habe ich mir machen lassen von einem. Lauf, naja, und die Trommel, ne? Richtig. Alles andere Kunststoff. Thomas, da kannst du schon tolle Sachen machen, ich schwöre dir. Ja. Ja. Haben vor 20 Jahren noch über die Glock gelacht. Jetzt können wir sie im Wohnzimmer produzieren. Ja. So sieht es aus. Das ist ja nun mal ein simples Ding, ne? Warum steht nur 17 Teilen? 50, ja. 60, schön 30 einfach. Abzweig rechts. So Glück. Sieht es aus. Das, was du brauchst, ist ein echtes Magazin, ein echter Lauf. Damit, ob du Gummersbacher Polizeiwache gehst, Alter, die kacken sich sofort in die Hose. 2, 1, los. 50, 6 links. 30, Alex, auf dem Tisch und sagst, hast du gerade gefunden? Ja. Was esse ich an den nächsten Wochen bei dir zu Hause? Kannst aber sicher sein. Und die schmeckt ganz nussig. Nicht, dass die hier morgen auf der mit dem SEK hier morgen vor der Tür stehen. Haben sie Teamspeak abgehört, Alter. In 5 rechts, in 4 links, don't cut. In 3 rechts, mach zu. In 5 links lang, mach zu 4. In 4 rechts über Kuppe lang, mach zu auf Asphalt. 5 links lang. 80. Schotter, voll mittig übersprungen. Max, wie sieht das mit dem Video aus hier jetzt, mit dem Rallye-Ride? Das habe ich jetzt auch mal in dieser Auflösung gelassen. Sieht das auch gut aus? Kann ich selber leider nicht sehen. Moment, das muss ich mal anmachen. Kann ich selber ja auch nicht sehen, weil mein Handy das nicht darstellt. Moment. Ich kann immer nur so schnell 3 Sekunden gucken, wenn ich mal rausgehe. Müsste aber eigentlich auch gut aussehen. Weil man ja auch mehr sieht, ne? Mach zu. In 5 links lang, mach zu. Über Kuppe. In 5 rechts, über Kuppe. In 6 links lang. In Achtung. 5 rechts, über Kuppe. In Don't Cut. 2 links, mach zu. Eng. In 6 rechts. In 2 links. Hier steht 80 von 90, mach das fast. In 3 rechts, eng, lang, 30, 5 links, 30, voll mittig, übersprungen, 30, 4 rechts lang, macht auf, in 6 links, macht auf, über Kuppe, Achtung, 30, 1 links, macht zu, don't cut, in 6 rechts, über Kuppe, in 3 links, so, man kann auf jeden Fall alles sehen. Ja, ne? Schön in der Ecke. Oben. In 5 links. Schön neben dem Spiegel. Ja, da brauche ich nämlich nichts umzubauen, weißt du? 30. Kuppe in 4 links lang. In 4 rechts lang. Macht auf. Boah, das geht ab, Alter. Oh, oh, jetzt tot. Oh. Wasche runter. Oh. Über Kreuzung gerade. In 4 links. Was, wenn ich das sehen können, Marc? Ja klar, wenn er gerade zuguckt. Jetzt, Moment. In 5 rechts. Jetzt gleich auf mich zu. 2-3 Sekunden später. 6 links, 30, links halten, übersprungen, in 6 rechts, 30. Und da wieder. Jo. In Mitte halten, über Kuppe, in 3 rechts, nach zu, über Kuppe, in 5 links. In 5 rechts.
Tag. Jeder hat einen anderen Aufzug. 3 eine links, Gruppe, extra lang. Mann. 50. Nein, wir sind uns einig, dass wir alle einen Auflieger brauchen. In mittig halten, übersprungen, 30. Langsam, 6 rechts über Kuppe, in 1 links, in 2 rechts lang, mach zu, rechts Abzweig, über Kuppe, in links, 1, mach zu, 60. Voll rechts über Kuppe, 30. Und wie geht's dem Esti? 4 rechts lang, mach zu, in links halten über Kuppe, Achtung 30, 5 rechts lang, mach zu, 3. Das ist gut. Ist halt ein Esti, ne? 60. Alte Esti, der alte Esti-Besti. In 5 links über Kuppe, sehr lang, mach zu, macht auf, in 6 rechts über Kuppe. 30, 5 links, 30, 5 rechts, mach zu, 3, lang. In 4 links über Kuppe, 30, 4 rechts lang über Kuppe, in 5 links, durchsenke. Und Sprung, 30, über Wellen, auf Kuppe lang. 30, 5 links, in 5 rechts. Aber am liebsten hätte ich ja Metalldrucker gehabt, Thomas, aber die sind unerspringlich. In 5 links, no. In 5 rechts. No. Ja, die werden auch teuer bleiben, Thomas. Und voll links, 60. Das ist genau mit den Inverter-Schweißgeräten, Thomas. Die sind und bleiben teuer. Das sind so gewisse Technologien. Die sind 30, 5 links, für ein Haus Gebrauch ziemlich teuer. In 4 rechts, mach auf über Kuppe. In 3 links, mach zu 2. In 2 rechts lang. Ja, noch interessant ist das Laserschweißen. Aber wie gesagt, das ist auch so eine Geschichte für sich. In 6 links, mach auf über Sprung, maybe. In voll rechts, 30, 5 links, extra lang über Kuppe. Ein eindeutiges Elefantenrennen. Voll durch Gatter und großen Sprung, 200. Weder einen Meter vor oder einen Meter zurück kann ich. Alles schlecht, Thomas. In 3 links lang, mach zu. 30, 6 rechts. Der Nachteil an der ist nur. Er hat gleich einen Wohnwagen vor sich. Mach zu 5. In 4 links über Kuppe mach zu. In Hey, jetzt wieder auf die Räder gerollt, geil. Langsam 30, links abzweigt. Nee, ist klar. Muss mal kurz vom Ziel noch mal weghüpfen, ne? Nee, ich bin noch nicht am Ziel. Langsam 30, ein Stückchen. 30 über da hatte ich ein kleines. 4 links über Kuppe. Böse mit der Brücke. In 5 links. Ach so. In 5 rechts Gatter. Anfang vom Ende vertauscht oder wie? Ja, am Ende gegen den Pfosten gefahren. Au, ja! Was ja ganz schlimm sind, diese scheiß Holzzäune, Alter. Die sind mal böse. Ja. Der, wenn du da drankommst, auch das ganze Auto rum. Weißt du, was noch gemeiner sind? Wenn du da an die, wie heißt es nochmal, Übergänge von den Viehdingern kommst und kommst da quer drauf. Von was? Die, wo die Gitterstäbe, die hin wieder sind.
Querstreben, Metall aus Metall. Eigentlich immer. Du kommst da falsch rauf, du springst da falsch rauf. Boah, das ist. Ja, da hoch manchmal. Ich bin am Ziel. So, Tagesausgaben, aufklammern. Ich glaube, ich habe es alle erlöst. Dann können wir jetzt wieder zum gemütlichen Teil übergehen. Also, was hat er geschrieben? Moin, nur keiner am Start. Da ist der Max hier im Stream, dachte er, streamt. Überbelichtet. Bock ist überbelichtet. Ich bin überbelichtet. Echt? Nun, keiner am Start. Da ist Max hier im Stream. Aha. Überbelichtet. Ja? Überbelichtet? Echt? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich hatte eben geguckt, da war nichts überbelichtet. Meine Kams, die können schon mal überbelichtet sein. Das kann möglich sein. Das ist hier. Das ist ein Rennen bei Sonnenschein. Ja, oder meine Cams hier selber, meine Facecam und sowas, ja? Die können schon mal überbelichtet sein oder unterbelichtet. Das kann gut sein, ja. Das soll ja auch nicht so genau sein. Ist ja uninteressant. Ja, wie gesagt, es geht beim Stream ja auch nicht darum, wie der Streamer da sitzt, sondern es geht darum, was wir präsentieren. Richtig. Aber bei vielen ist das echt so, hier, habe ich die Cam an? Die Leute können mir ins Wohnzimmer gucken. Habe ich mehr Zuschauer, als wenn die Cam aus ist? Ja. Ist die Cam aus, habe ich durchschnittlich 3. Ist die Cam an, habe ich durchschnittlich 6. So, Tagesaufgaben gelöst. Fertig. Liebe Kinder, Stream zu Ende. Erstmal hierfür. Und dann schauen wir weiter. Ländern und dann. Überbelichtet. Ja, meine Monitore, die sind überbelichtet. Das kriegst du auch nicht anders hin.